Am letzten Mittwoch gab es mal wieder einen neuen Pokémon Schwert und Schild Trailer und das heißt natürlich auch, dass ich heute mal wieder darüber reden werde, was wir dort so gesehen haben und wie ich das eigentlich so finde. Der Trailer ist übrigens gerade mal 2 Minuten lang und dieses Video hier wird wahrscheinlich wieder um die 12 Minuten oder so werden. Das ist irgendwie schon ein bisschen faszinierend. Aber gut, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Die erste, sagen wir mal, große Neuerung, die wir in dem Trailer gesehen haben, sind neue Formen für alte Pokémon. Und zwar Galar-Form. Dabei handelt es sich um Regionalformen der Galar-Region. Also quasi in etwa wie die Alola-Form in der Alola-Region. Den Start macht da direkt mal Smogmog, der jetzt quasi wie ein richtiger Gentleman aussieht. Ja, das ist Galar-Smogmog. Vom Design her finde ich es sehr interessant. Soll wohl so ein bisschen an die Industrialisierung angelehnt sein. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Auch ganz lustig eigentlich mit den Abgasen da um seinem Mund herum. Schön wie so ein Bart dargestellt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss sagen, das Design gefällt mir sehr gut. Haben sie richtig gut hinbekommen. Was ich an diesem Pokémon aber sehr interessant finde, ist die Typgebung. Und zwar Gift und Fee? Okay, Gift macht Sinn, aber warum Fee? Welcher Teil dieses Pokémons erinnert irgendwie an Fee? Also ich hätte jetzt gesagt, vielleicht reiner Gift-Typ oder Gift-Unlicht, aber Gift-Fee? Könnt ihr mir das vielleicht mal erklären? Weil für mich ergibt das irgendwie keinen Sinn. Aber naja, ich will mich auch nicht beklagen, denn es ist tatsächlich das allererste Gift-Fee-Pokémon. Übrigens, die Fähigkeit ist Schwebe und noch eine unbekannte Fähigkeit. Da müssen wir mal schauen, was das so ist. Gut, aber kommen wir mal zum nächsten Pokémon. Und zwar ein weiteres Galar-Pokémon. Und zwar Galar-Zickzacks. Jetzt ist es nicht mehr braun, sondern schwarz und weiß. Und demnach auch ganz passend Typ Unlicht und Normal. Und natürlich dann auch nicht nur Zickzacks, sondern auch Geradax. Also diese gesamte Entwicklungsreihe aus der Höhenregion gibt es jetzt in völlig neu in der Galar-Region. Und ja, gefällt mir ganz gut. Geradax sieht jetzt auf jeden Fall deutlich gemeiner aus als noch zuvor. Und jetzt kann man es vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen als noch damals. Generell werden ja diese ganzen Normal-Pokémon, wie zum Beispiel Radfratz, Geradax, die wir es hier haben, und Bidiza, die werden ja immer belächelt so ein bisschen von den Fans. Einfach weil sie nicht wirklich viel drauf haben und damals einfach nur als VM-Sklaven genutzt wurden. Aber ich denke, jetzt kann man das vielleicht ein bisschen ernster nehmen mit dieser Form. Auch ein nettes Detail ist übrigens, wenn ihr euch mal die Augen von Geradax anschaut, das schwarze Feld drumherum ist fast schon wie eine Art Sternschnuppe, oder? Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und was man noch ebenfalls dazu sagen sollte ist, es ist tatsächlich das erste Nicht-Kanto-Pokémon, das eine Regionalform bekommt, oder? Weil wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dann waren alle Pokémon, die eine Alola-Form bekommen haben, halt Kanto-Pokémon, oder? Und dass jetzt hier Geradax eine Galar-Form bekommt, ist eine coole Sache. Also jetzt mal ganz ehrlich, es kotzt mich so an, wie sehr Kanto-Pokémon generell einfach bevorzugt werden. Deswegen finde ich es jetzt hier wirklich super, dass auch mal ein Pokémon aus der Höhenregion, das vor allem auch nicht wirklich beliebt ist, mal eine neue Form bekommen hat. Und ja, tatsächlich war es das noch nicht zu Geradax, denn es hat sogar noch eine Entwicklung bekommen. Auf Deutsch heißt das Pokémon Barrikadax und auf einmal läuft es nicht mehr auf allen Vieren, sondern es kann aufrecht stehen. Hä? Die Fähigkeiten sind Achtlos und Adrenalin und ja, ich weiß auch nicht, was ich sonst noch groß zu dem Pokémon sagen soll. Außer halt, dass es mir sehr gut gefällt. Sieht aber auch schon so ein bisschen aus wie ein Assi, oder? Ja, bei diesem Pokémon könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ganz viel Clickbait auf YouTube hochlädt. Aber, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber leider war es das jetzt auch schon mit Pokémon, die eine Galar-Form bekommen haben. Aber man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass noch durchaus mehr Pokémon eine Galar-Form bekommen werden, weil wäre ja irgendwie Schwachsinn, wenn sie nur für 2 Pokémon halt diese Galar-Form eingeführt hätten. Deswegen denke ich mal, dass wir in den kommenden Trailern noch deutlich mehr dazu sehen werden. Danach haben wir im Trailer auch noch ein völlig neues Pokémon gesehen. Und zwar ein Pokémon, das seine Form wechseln kann. Das Pokémon nennt sich Morpeko und hat wie gesagt mehrere Formen oder mehrere Muster vielleicht sogar, weil hier steht in Klammern noch dahinter Pappsattmuster. Und kann es vielleicht sein, dass es sich bei diesem Pokémon um das Pokémon der Pikachu-Familie dieser Region handelt? Weil es gibt ja eigentlich in so gut wie jeder Region immer ein Pokémon, das zu der Pikachu-Familie gehört. Und ich meine, wenn euch da mal das Design so anschaut, es sieht schon so ein bisschen so aus, als ob es Teil der Pikachu-Familie wäre. Und ihr wisst ja mittlerweile sicherlich, dass ich nicht unbedingt der allergrößte Fan solcher Pokémon bin. Aber bisher lag das eher daran, dass die Pokémon oftmals, ja, ziemlich gleich waren, wisst ihr? Weißt du, Pokémon wie Plusle, Minun, Pachirisu, also, vielleicht geht es nur mir so, aber die sind echt ziemlich unnötig, oder? Später wurde es dann natürlich ein bisschen besser mit Pokémon wie Emolga, Dedenne, Togedemaru, einfach weil die deutlich interessantere Typkombinationen hatten, wisst ihr? Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man Mimikma als Teil der Pikachu-Familie bezeichnen kann, aber auch das Pokémon war einfach nur großartig. Und dann jetzt als nächstes Morpeko? Also ja, mir gefällt auf jeden Fall die Richtung, in der sie hier
mit der Pikachu-Familie gehen. Vom Design her ist es ganz süß, bis es dann natürlich seine Form wechselt. Weil, ich meine, schaut euch mal diese Form hier an. Das ist Morpeko in seiner Kohldampfmusterform. Also wenn es hungrig ist, dann wird es so richtig wütend. Hey, Morpeko, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ist vielleicht ein Snickers, okay? Kennt ihr diese Werbung noch? Gibt's die noch? Keine Ahnung. Kam mir nur halt gerade irgendwie sofort in den Sinn. Aber auf jeden Fall, wie ihr seht, das Pokémon wird richtig aggro und der Typ seiner Attacke Aurarad ändert sich von Elektro zu Unlicht. Coole Mechanik und generell gefallen mir solche kreativen Pokémon sehr gut. Ich meine, es ist ein ziemlich einzigartiges Pokémon, oder? Aber generell muss ich sagen, dass mir bisher eigentlich alle Pokémon, außer die Starter-Pokémon, dieser Generation sehr gut gefallen haben. Also von daher mal ein Lob an die Entwickler, das haben sie meiner Meinung nach zumindest gut hinbekommen. Und das war's auch schon mit den neuen Pokémon für diesen Trailer, aber natürlich haben wir noch einige weitere Sachen gesehen, wie zum Beispiel den Rivalen, oder sollte ich wohl eher sagen, die Rivalen, denn es gibt wohl dieses Mal nicht nur einen Rivalen, sondern gleich mehrere. In diesem Trailer haben wir gleich zwei von ihnen gesehen. Der erste Rivale ist die gute alte Betis, das ist eine uralte Oma, wie ihr hier sehen könnt. Also da müssen wir mal schauen, ob die das Abenteuer überhaupt noch übersteht oder ob sie an Altersschwäche stirbt. Nein, nur ein kleiner Scherz. Das ist keine alte Oma, das ist ein Typ, ein männlicher Rivale, der aussieht wie eine uralte Oma. Hä? Dieser Nagito Komaeda-Verschnitt hier ist einer eurer Rivalen in der Galar-Region. Und auch wenn sich viele Leute über ihn lustig gemacht haben, ist Betis ein großer Grund zur Vorfreude für mich. Und zwar ist Betis kein freundlicher Rivale, nein, sondern das komplette Gegenteil. Er soll wohl ziemlich ehrgeizig sein, er will ebenfalls der Champ werden und er verfolgt wohl noch das ein oder andere Ziel. Vielleicht etwas zwielichtiger Natur? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber ja, nach den ganzen Generationen mit den freundlichen Rivalen haben wir jetzt endlich mal wieder einen Rivalen, der vielleicht mal wieder so ein richtiger Assi ist. Also wie zum Beispiel auch Blau und Silber. Darauf haben jetzt viele von uns echt seit Jahren gewartet, deswegen freut es mich sehr, dass sie in der Hinsicht auf die Community gehört haben. Das Design finde ich interessant, auch wenn ich wirklich finde, dass er wie eine alte Oma aussieht. Also ich weiß nicht. Ja, Nagito, es tut mir leid, aber in diesem Spiel siehst du wie eine alte Oma aus. Aber wie bereits erwähnt, das ist nicht der einzige Rivale, den wir in diesem Trailer sehen konnten. Denn es gibt nicht nur einen männlichen Rivalen, sondern auch einen weiblichen, und zwar Marie. Auch die hat ein ziemlich cooles Design, aber das Interessante an ihr ist nicht unbedingt sie selbst, sondern dass sie einen richtigen Fanclub hat. Und zwar das sogenannte Team Yell, also Team Schrei oder Team Brüll oder wie auch immer. Das ist ihr wilder Fanclub und die verfolgen sie wohl überall hin. Was genau ich davon halten soll, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und ich halte dieses Team für sehr, sehr interessant, weil eigentlich würde man ja jetzt davon ausgehen, dass das hier das böse Team dieser Generation ist. Aber ist es das wirklich? Ist ein Fanclub das böse Team dieser Generation? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich habe ja im letzten Video bereits die Theorie aufgestellt, dass das böse Team diesmal die Pokémon-Liga an sich ist. Und ich glaube, dass sie uns mit diesem Team Yell so ein bisschen auf die falsche Fährte führen wollen. Glaubt ihr nicht auch? Also die Geschichte des Spiels kann sehr interessant werden. Also bisher finde ich die Designs aller Charaktere ziemlich großartig. Und wenn die Geschichte so wird, wie ich sie mir vorstelle, dann könnte das die erste ordentliche Geschichte in Pokémon seit Schwarz und Weiß 2 werden. Ob es aber letztendlich so kommt oder nicht, das werden wir noch abwarten müssen. Und vielleicht täusche ich mich da auch so ein bisschen, aber ich glaube, dieser Fanclub soll auch so ein bisschen an die Hooligans aus England angelehnt sein, oder? Sicher bin ich mir da jetzt echt nicht. Aber ich meine, das Team heißt Team Yell und Hooligans sind wirklich bekannt dafür, dass sie rumschreien. Und auch vom Design her passt das eigentlich ganz gut. Deswegen ja, Marie und Team Yell. Ich glaube, die wollen uns auf die falsche Fährte führen. Aber auf jeden Fall ziemlich coole Charaktere. Eine weitere neue Sache, die man jetzt in dem Trailer eher nicht so sehen konnte, ist eine Art Berufssystem. Und zwar kann man jetzt seine Pokémon losschicken, damit die quasi Berufe für einen übernehmen. Also ich denke, so kann man dann noch einige Items bekommen, vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln, solche Sachen halt. Ist auf jeden Fall eine interessante Neuerung, hört sich aber eher wie so eine Art Gimmick an. Und ja, das war's leider auch schon von diesem Pokémon Schwert und Schild Trailer. Er war gerade mal 2 Minuten lang und letztendlich wollte ich einfach nur mehr sehen, wisst ihr? Ich muss sagen, jeder einzige Trailer hat mich schon sehr auf das Spiel gehypt. Und gefühlt bin ich der Einzige, der gehypt ist. Warum ist das so? Weil von wirklich allen Seiten hört man, dass die Spiele enttäuschend sind, dass sie grauenhaft aussehen, dass man sie gleich in die Tonne kloppen kann. Aber ich finde das überhaupt nicht so. Ich meine, ich habe jetzt schon wirklich oft darüber geredet. Auch ich bin natürlich nicht mit allen Sachen einverstanden. Vor allem natürlich, dass nicht alle Pokémon drin sind, also der ganze Nationaldex-Kram. Und dass die Spiele auch grafisch etwas besser aussehen könnten, das dürfte wohl klar sein. Aber vom Content her gefallen die Spiele mir richtig gut. Wisst ihr, die ganze Zeit stelle ich mir die Frage, sind die Spiele wirklich so schlecht, wie alle sagen? Liege ich dieses Mal wirklich so falsch? Weil ich meine, wir hatten ja letztes Jahr bereits eine ähnliche Situation mit Pokémon Let's Go. Viele Leute waren sehr gegen die Spiele, aber letztendlich waren die Spiele eigentlich ganz gut. Sie waren was anderes, klar. Aber schlecht waren sie jetzt auf keinen Fall. Und
mit Pokémon Schwert und Schild geht es mir ähnlich. Alle scheinen die Spiele zu hassen, aber ich bin eigentlich ziemlich gehypt auf sie. Die Pokémon-Designs gefallen mir dieses Mal eigentlich alle richtig gut, außer halt die Starter, aber das habe ich auch jetzt gesagt. Die Region an sich sieht ziemlich super aus und auch die Charaktere sind ziemlich interessant. Es gibt endlich mal wieder einen asozialen Rivalen, die Dynamax-Formen sind eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, die Pokémon laufen auf der Overworld herum, was natürlich die gesamte Spielwelt deutlich lebhafter macht und noch einiges weiteres. Also ja, ich kann mich momentan eigentlich kaum beklagen. Das Einzige, was mir missfällt, ist halt der Nationaldex und wie gesagt, auch von der technischen Seite aus könnte das Ganze natürlich etwas besser aussehen. Ja, aber ich muss jetzt auch dazu sagen, dass Grafik bei Spielen jetzt nicht unbedingt das Allerwichtigste ist, weswegen es zumindest für mich jetzt nicht unbedingt der allergrößte Kritikpunkt ist. Und in meinem Video zu dem Nationaldex habe ich ja bereits erwähnt, dass ich den eh in so gut wie keinem Spiel benutze, deswegen ist es mir persönlich eigentlich auch relativ egal. Wobei ich dennoch finde, dass eigentlich alle Pokémon in den Spielen drin sein sollten. So ist es ja nicht. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich ein riesen Pokémon-Fan bin und vielleicht deswegen so ein bisschen verblendet, aber ich versuche das eigentlich alles immer sehr differenziert zu bewerten. Und wie ich schon oftmals gesagt habe, X und Y und Sonne und Mond haben mir wirklich überhaupt gar nicht gefallen. Weswegen ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass ich ein riesen Fanboy bin, der alles hypt, aber in diesem Fall gefällt es mir halt einfach wirklich. Eine lustige Sache übrigens aus den Kommentaren von euch immer, wenn ich etwas Positives zu Pokémon Schwert und Schild sage, werde ich sofort als Pokémon-Fanboy betitelt und meine Meinung gilt dann natürlich nicht mehr. Und wenn ich irgendetwas kritisiere, dann bin ich natürlich sofort ein Hater. Könnt ihr euch mal entscheiden, bin ich jetzt ein Fanboy oder ein Hater? Entscheidet euch, okay? Also ja, ich kann verstehen, warum einige Leute die Spiele nicht mögen, aber ich freue mich nach wie vor sehr auf Pokémon Schwert und Schild. Dieser Trailer hier hat mir demnach sehr gut gefallen. Wie sieht eure Meinung da so aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.